Und weiter geht's. So. Dann auf Cut gemacht. Damit die Folgen nicht zu lang werden. Wir kommen in der zweiten Folge von Let's Play Timberborn. Für alle, die es nicht wissen, hier spiele ich Timberborn. Ein Spiel, was in der Zukunft spielt, in der die Menschheit ausgestorben ist. Und die Biber selber ihre Zivilisation aufbauen. In der letzten Folge habe ich ein bisschen gebaut, nicht viel, aber es reicht, um die Biber am Leben zu halten. Ich habe die Sammlerfahne fertig gebaut, kann das Tutorial fortsetzen. Wir brauchen eine stabile Nahrungsquelle. Wir brauchen ein Bauernhaus, um Nahrung anzubauen und zum Ernten. So, wir machen es hier schön an die Ecke. Und pausiere bestimmte Gebäude, weil du nicht genügend Arbeiter hast. Ich habe aber auch genügend Arbeiter. Wir warten einfach mal ein bisschen, dass die Biber hier das ganze Ding bauen. Wir können auch ein bisschen unsere Holzanbaubereiche ausreichend sein. Wir machen das um eine Zeile länger. Spalte, fast scheißegal. Das tragen die ganzen Holzleiter dahin. Und wenn die 25 Holzleiter zusammen haben, dann bauen sie ein sehr schönes Bauernhaus, in dem sie auch schöne Nusspflanzen wie Kartoffeln, Karotten und jede Nusspflanze, die sonst noch einfallen kann, anbauen. So. Wir sollten die mal rübertragen. Und hier liegen einfach Blaubeeren. Es wird Nacht. Und die Biber liegen sich gleich schlafen. Ah. Ich sehe gerade, das Mausrad funktioniert wieder. Ich hatte in der letzten Folge so einen Bug, wo ich das Mausrad nicht funktioniert hatte. Ich konnte nicht zoomen. Ich kann mich ja nicht mit BASD in der Gegend rumbewegen. Ah, ein paar Informationen zum Spiel. Timberborn ist gerade im Early Access, habe ich ja schon gesagt. Und es ist verfügbar für Windows und Mac. Es wird vielleicht auch noch eine Linux-Version geben und eine Konsolenversion. Da brauchen sie aber eher und die würden. Die Entwickler fokussieren sich gerade mehr drauf, mehr Features hinzuzufügen, bevor sie mehr Plattformen unterstützen. Ja, die kreativen Biber haben sich schlafen gelegt, auf offener Wiese, was vielleicht nicht ganz vorteilhaft ist für die. Man kann später noch Häuser bauen, was das Wohlbefinden der Biber sehr steigert. Jetzt sehen wir schon unsere Nachrichtenleiste. Huwa'ahu ist erwachsen geworden. Die Biber sterben an Altersschwäche und ist eine kleine, nette Zivilisationssimulation. Und ihr seht, da hinten sind hier verkohlte Bäume und vor allem hier ganz hinten in der Map sehen wir auch hier so Ruinen. Was Ruinen von Gebäuden der Menschen sind, die hier rumstehen und deren Metall man benutzen kann, um die Biber-Zivilisation noch weiter zu führen, als sie es bisher schon ist. Wie gesagt, entschuldige mich für die Audioqualität, aber es ist meine Aufnahmesoftware. OBS Studio hat gerade Probleme. Da muss ich eine andere nehmen, die Windows Game Bar, und die ist scheiße, von der Audioqualität her. Ich kann einfach auf dem Toaster, auf dem ich hier gerade spiele, der hat eine scheiß GPU, wo OBS da nicht mit dem Aufzeichnen hinterherkommt. Aber wie dem auch sei, unser Bauernhaus ist fast fertig. Hier kommt der letzte Stamm. So, fertig. Und jetzt, die Reichweite ist begrenzt im Bauernhaus. Und dann sollen wir denen jetzt ein Feld legen, wo sie dann Karotten bauen können. Wir sollen 70 Karotten anpflanzen auf ein Feld. Machen wir das mal. Wir machen das hier im bewässerten Bereich, nahe dem Fluss. Denn hier im trockenen Bereich wachsen die nicht allzu gut, sagen wir es mal so. Wir machen hier schon am Fluss ein paar Felder. So viele. Genau welche. Einen kleinen Pfad zwischen, wo die Biber dann wandern gehen können, falls sie Lust haben. So. Mehr Karotten, also machen wir auf der anderen Seite des Pfades ebenfalls ein kleines Feld. So, das sollten, glaube ich, genug sein. 70 von 70. Und wir sollten hier ein paar kleine Lagerhallen bauen, einfach um für schlechte Zeiten. Also gut, gehen wir in den Lager-Tab. Sollten hier erstmal ein paar. Ein Holzscheitstapel, Gott. Kann ich mal reden, tut mir leid. Wir sollten den hier so bauen, dass er hier an den Pfad angrenzt. Ansonsten nützt er leider nicht viel.
So, machen wir das mal so. Hier direkt gegenüber am Abhang. Hier hätten wir. Können die Simulation weiterlaufen lassen. Wir brauchen außerdem noch ein kleines Lagerhaus, um sehr viele Karotten und anderweitige Dinge zu lagern. Brauchen wir hier hin. Und wir brauchen drei kleine Wassertanks. Ebenfalls für schlechte Zeiten. Und die kommen hier direkt in den Wassertank, um möglichst kurze Transportwege zu garantieren. Drei von denen müssen wir bauen. Perfekt. Das wird einiges an Holzscheiten erfordern. Ich denke mal, es wird gehen. Und wenn es schlimm wird, können wir immer noch eine Brücke rüber zu den Wäldern bauen. Den Wäldern haben wir auch noch. Und hier sind ein paar Kastanien, die uns vier Holzscheite geben. Hier sind Barrieren, was auch immer. Und die Biber machen sich wieder in die Arbeit. Und das dann auch. Während die Biber sich in die Arbeit machen, macht euch doch mal in die Arbeit und lasst ein Abo, ein Like oder ein Kommentar da. Würde mir sehr weiterhelfen. Momentan habe ich 12 Abonnenten, was natürlich ein wenig erscheint. Und es würde mir sehr helfen, wenn ihr das ein wenig helfen könntet, da ein bisschen mehr draus zu machen. Denn ich habe einige Ambitionen für diesen Kanal. Teils auch sehr unrealistische. Aber man darf ja wohl träumen. Aber wie dem auch sei. Die Biber gehen weiter, falls sie an die Arbeit. Wir können das Ganze ein bisschen schneller machen. Auch wenn ich beim dreimal Vorspulen ziemlich einen FPS-Einbruch bekomme. Und sie schon die Pflanze Biber ein paar Karotten an. So, sehr gut animiert das Spiel, schönen Grafikstil. Finde ich sehr toll. Ich appreciate das. Wie der Engländer sagt. Und gucken wir uns ein bisschen um. Spielen da Map Lakes und was da unten hier ist. Weiß ich jetzt auch nicht, habe ich da auch so den Nutzpflanz. Ich habe auch so sehen hier ein Nutzpflanzfeld angebaut im Wasser. Ich weiß nicht, wie die Biber da hinkommen wollen. Die sind ja Wassertiere. Aber bisher geht's. So, ich denke mal, unser Lagerhaus hat hier seine Ressourcen. Kann auch ein bisschen mehr vorspulen. Auch wenn ich hier gerade schon FPS-Drop hier bekomme, wie ihr gerade schon erkennen könnt. Also spule ich mal einmal weniger vor. Wenn es nicht so weh tut. Toaster, wie ich schon oft erwähnt habe. Kein schlechtes Spiel, ich finde es schön. Es wird wieder Nacht. Die Biber legen sich schlafen und während der Nacht können wir ordentlich ein bisschen vorspulen. Da gehen die FPS nicht so sehr runter, wie wenn ich. Sagt gerade, die FPS gehen nicht runter. Falsch gedacht. Ich kriege immer sehr schöne FPS-Drops und zum 30 FPS oder so. Ich spiele gerade mit 60. Zulria nennen wir einfach mal. Keine Ahnung. Name ist sehr. Nennen wir jetzt einfach Bambi. So. Es gibt ja wirklich Leute, die wollen ihr Kind ernsthaft Bambi nennen. Habe ich im Internet gesehen letztens. Finde ich ja ein klein wenig amüsant. Nichts gegen diese Leute. Aber das Kind möchte mit seinem Leben haben und nicht wegen ba seinem Namen Bambi gemobbt werden. Es gibt wirklich Leute, die ihr Kind Bambi nennen wollen. Habe ich letztens gesehen, wirklich. Ja, unser kleines Lagerhaus ist auch fertig. Später am Stück können wir auch Dächer drauf machen, wenn man die freischaltet. Weil es ein bisschen schöner ist. Schönere Häuser. Es gibt. Je schöner die Häuser, desto zufriedener sind die Biber. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Wassertank bauen, der hier schön an der Kreuzung ist. Zusammenfahren. Und hier holen die gerade alle ihre Holzscheite. Und du versuchst ihr Bestes, um diesen Wassertank ein wenig zu bauen. Denn es gibt in diesem Spiel Dürren. Und wenn die Dürren kommen, dann sollten wir Wasserreserven haben. Denn ansonsten sind die Biber sehr durstig und können auch verdursten. Verhungern oder was auch immer. Bisschen verwunschene Musik oder so, keine Ahnung. Bin kein Musikexperte. Aber wie dem auch sei. Was weiß ich schon von Musik?
ja am Ende dieser Aufnahmesession angelangt. Ich hatte heute nicht so viel Zeit dafür. Aber ich werde definitiv Timberborn noch ein bisschen weitermachen. Denn es schadet ja nicht und ich habe definitiv Lust, auf dem Kanal zu machen. Einige meiner Zuschauer, die ich befragen kann, weil sie meine Freunde sind, wollten, dass ich ein paar mehr Folgen davon mache. Hier hast du deine Folgen an Bidi. Und wie dem auch sei, ich mache endlich mal diese Folge, diese Aufnahmesession. Ich versuche mal so schnell wie möglich weitere Folgen zu machen. Aber bis dahin wünsche ich alles Gute und wir sehen uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.